So, guten Abend. Willkommen zum AMC Aktien Review am 29. März mit einer Bullenperformance von 1,07%. Ja, wer es noch nicht getan hat, abonniert doch den Kanal, lasst ein Like da, wenn euch der Content gefällt, aktiviert die Glocke oder folgt mir auf Twitter. Ja, der Disclaimer, der eine oder andere kennt ihn schon. Im Folgenden werde ich versuchen, den Inhalt des Videos klar und verständlich für den Laien zu machen und alle Annahmen, die du daraus ziehst, sind deine eigenen. Ich bin weder ein Finanzberater, noch soll dies eine Finanzberatung sein. Stell immer deine eigene Nachforschung an, bevor du finanzielle Entscheidungen triffst. Ja, und dann sage ich, los geht's. Ja, dann schauen wir uns mal den Chart an, liebe Freunde der Sonne. Oder besser, liebe Freunde des Mondes. Passt ja besser, wir wollen ja alle zum Mond. Ja, was war das für ein Tag? Ruhig, ruhig war es. Wir hatten ein sehr, sehr niedriges Volumen. Also ich glaube, das niedrigste, seitdem ich jetzt die Videos mache, von 37,19 Millionen. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen wilder nach den Nachrichten, die man ja so gesehen hat. Speziell halt auch die ersten Trades waren halt relativ hoch von Volumen. Also hier der erste Candlestick mit 2 Millionen. Dann dachte ich, okay, das könnte lustig werden. Ja, am Ende muss man jetzt sagen, in der Summe ja, war es relativ uninteressant und unspektakulär für uns AMC-Jünger, ne? Wo wir ja ein bisschen mehr Bewegung auch gewohnt sind. Aber gut, gehen wir mal rein in den Tag. Wir haben mit einem starken Abverkauf halt hier angefangen, haben auch ganz kurz hier bis 10,09 angetestet, war aber nicht wirklich sehr viel Druck auf dem Kessel, so dass wir jetzt wirklich Gefahr liefen, die 10-Dollar-Marke zu verlieren. Ja, und dann kam ein schöner Run-up, ja, mit einem schönen Zickzack-Kurs bis auf die 10,76. Ja, und da habe ich auch gedacht, oh, okay, könnte wirklich sich gut anlaufen. Leider war dem nicht so. Der Kurs ist dann hier nochmal schön abgefallen, auch wieder zurück insgesamt auf 10,11. Ja, und dann haben wir eigentlich uns so durch den Tag geschlängelt. Ja, wir hatten ganz normale Bewegungen, speziell halt. Auch wenn das Volumen halt sehr, 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 sehr niedrig war. Ich bin in der Summe zufrieden mit diesen 1%. Bin halt nur ein bisschen irritiert über das Gesamtvolumen, weil ich einfach gedacht habe, hier kommt jetzt ein bisschen mehr Druck auf den Kessel. Speziell halt, nachdem man ja das von den Margin Calls gehört hat, wo jetzt, ich glaube, bei der Credit Suisse war es und Tiger Limited irgendwie dergleichen oder Tiger LLC. Seht es mir nach, haben ja schon die ersten Margin Calls stattgefunden, nur von zwei, drei anderen kleineren Hedgefonds. Und das könnte bedeuten, dass das so der Startpunkt von einem Domino-Effekt ist. Ja, hinzu kommt ja noch diese SLR-Regelung, die ja zum 31., also das ist ja eigentlich so der Grund, die zum 31.03. halt ausläuft, wo halt gewisse Positionen liquidiert werden müssen, wenn man hoch geleveraged hat. Ja, also wenn Banken diese SLR-Regel ein bisschen, ich sag mal, ausgenutzt haben, kann es sein, dass das denen nachher auf die Füße fällt. Ja, und dadurch sind jetzt diese Margin Calls entstanden. Ich bin gespannt, ob da jetzt die nächsten Tage noch mehr Druck drauf kommt. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Heute war es ein bisschen mau, muss ich sagen. Habe ich auch so in den WhatsApp, in den Telegram-Gruppen und den Discord-Gruppen so wahrgenommen, dass sich die meisten ein bisschen mehr erhofft haben. Ja, und man merkt halt immer noch, ja, die Geduld ist nicht so der beste Freund von allen. Ja, ich werde es tausendmal wiederholen, wir sind in einem Marathon, Leute. Wir sind nicht in einem Sprint. Und jeder, der halt gerne, der gestern halt auch bei dem Livestream dabei war, da nochmal großes Dankeschön an alle, die so schön mitgemacht haben. Ich verlinke auch nochmal den Livestream, wo wir wirklich in den Kaninchenbau reingegangen sind und ich nochmal aufgezeigt habe, wie krank eigentlich das gesamte System ist und warum ich halt wirklich denke, dass ein Squeeze unvermeidbar ist. Die spielen jetzt auf Zeit, ja, und
die versuchen alles, um das zu vermeiden. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass vielleicht die auch am ganz großen Politikrädchen drehen, um zu vermeiden, dass es hier wirklich größere Auswirkungen gibt auf die Gesamtökonomie. Ja, hier der Aftermarkt, da bin ich ja gerade noch nicht drauf eingegangen. Der sieht jetzt hier in diesem, ich sage das immer so schön, in diesem Barcode-Chart aus, auch so wie es jetzt eigentlich mal so die letzten Zeit mal hier relativ ruhig war im Aftermarket. Aber wir hatten hier, das hatte ich gerade noch vergessen, im Pre-Market konnte man noch ein bisschen auch zulegen. Ja, also bis sie halt hier eröffnet haben, zwar nur minimal, hatten das hier verloren wieder ein bisschen, aber war halt jetzt nicht der Rede wert. Ich gucke noch mal gerne auf das Stunden Chart, ja, und da wollte ich euch noch mal zeigen, was für mich halt wirklich elementar ist, und das ist wirklich so dieses Durchbrechen von diesem Negativkanal, den ich ja schon mit euch thematisiert hatte, und dass wir hier wirklich für uns jetzt die nächste Widerstandslinie mit diesen $10 auch wieder halten konnten. Auch heute, wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich in Gefahr ist. Und wenn wir das jetzt wirklich die nächsten Tage beibehalten, dann glaube ich, sollte der Trend auch sich nachhaltig wieder Richtung 11, 12, $13 bewegen. Es kann relativ schnell gehen jetzt auch, ne, je nachdem, was jetzt so an den Gesamtmärkten passiert. Wir sind jetzt einer der wenigen Aktien, die heute halt grün war. Ich zeige euch nochmal der Gesamtmarkt. Das seht ihr hier unten. Ne, ich habe jetzt hier, also man sieht zwar der Dow Jones, der war jetzt ganz leicht im Plus, die anderen waren im Minus, aber man sieht halt hier, ne, dass hier der Bankensektor extremst gelitten hat. Ne, Software und IT war halt auch im weitestgehend, waren die in den Miesen. Ne, also so jetzt von den Anteilen. Hier seht ihr halt nur die großen. Das sind die Anteile aufgeteilt, also von dem jeweiligen Industriesektor, wie groß die halt sind, von der Marktkapitalisierung. Ja, also in so einem Umfeld sich zu bewegen, ja, und dann grün abzuschließen, ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, also da muss man sich jetzt nicht verrückt machen. Ja, was kann ich noch mitgeben? Ich habe eine Sache, was ich noch ganz spannend fand, war, dass dass der Ihor Dusanjewski von S3 Partner, der hat sich wohl laut eigener Aussage im Urlaub befunden, der hat die Squeeze-Wahrscheinlichkeit selber runtergeratet auf 2,75 oder 2,5 irgendwie dergleichen von 10 Punkten. Ja, vor seinem Urlaub war es noch 10 von 10, jetzt sind es 2,5. Ich muss dazu sagen, ich habe selber jetzt im Reddit-Forum dazu zwei, ich zeige es mal eben, wo ist es hier? Hier ist ein spannender Artikel im Reddit-Forum, also wie die zusammenhängen, Citadel und S3 Partner. Ja, da geht er halt sehr genau darauf ein, ne, dass die halt nachher hier aufgekauft wurden. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob der liebe Ihor doch komplett unabhängig hier agiert. Ja, ich gucke gerade mal, ob ich den hier euch zeige. Hier ist er, genau, damit ihr das einmal seht. Also er selber hat jetzt heute auch einen großen Shitstorm erlebt, weil er einfach dieses also dieses massive Runterrating kommuniziert hat von 10 halt auf 2,5. Ja, hier so, und dann kam halt direkt viele Fragen, warum das jetzt so wäre. Was halt nachher rausgekommen ist, das war, dass die, hier ist something fishing about AMC, dass die wohl die Berechnungsgrundlage auf deren Seite für einen potenziellen Squeeze geändert haben. Ja, um vielleicht so einen Squeeze zu verschleiern. Ne? Das kann sein, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich habe aber das Gefühl, dass halt hier insgesamt etwas Großes im Argen liegt. Ja, und genaues weiß man nicht. Keiner ist, glaube ich, komplett informiert, was wirklich
vonstatten geht. Ich habe nur das Gefühl, da braut sich was Großes zusammen. Also jetzt vor allem, wenn jetzt Margin Calls stattfinden, auch nicht bei gerade mal kleinen Hedgefonds. Ja, und mal sehen, ob das jetzt erst der Start ist. Ich fand es sehr spannend, dass der Trey das vorhergesagt hat. Und ja, bleibt noch entspannt an der Seitenlinie. Ne? Ich hoffe, ihr macht das Gleiche. Macht euch da nicht so wild. Insgesamt finde ich, ist das ein positiver Aspekt, solange wir uns wirklich über diese 10 Dollar hier bewegen. Ja, und ansonsten kann ich euch nur noch mal hier, das kann ich ja noch mal, kann ich noch mal zeigen, mache ich noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, wer es noch nicht gesehen hat. Ich bin gestern in meinem Livestream über das gesamte System halt, wie halt wir als Privatkunde mit einem Privatbroker agieren müssen, wie Citadel da drin ist, welche Rolle die Dark Pools spielen, welche große Robin Hood spielt, was ist der OTC-Handel, warum sind Market Orders wichtig. Ja, was ist Hochfrequenzhandel? Ne? Wie funktioniert die gesamte Mechanik? Das bin ich gestern durchgegangen. Wer da Lust hat, guckt sich das gerne nochmal an in dem Livestream von gestern. Ich versuche es auch nochmal zu verlinken. Ja, und ansonsten kann ich mich nur bei euch bedanken für wahnsinnige 1320 Follower mittlerweile. Unfassbar. Ja, ich bin extremst dankbar, dass ich mich mit euch so toll austauschen kann. Ihr seid eine tolle Community. Alle sind auch super nett, fragen sehr offen, bis auf 2, 3, 4, 5 Ausnahmen, die es halt immer wieder gibt. Aber ganz ehrlich, da lasse ich mich nicht von irritieren. So also Bescher gibt es halt immer. Ja, wichtig ist, glaube ich, also für uns, wir müssen zusammenhalten, wir müssen weiter an diese Aktie glauben. Ja, und da auch nochmal, wenn ihr selber nicht an diese Aktie glaubt, ja, und jetzt rechts und links immer fragen müsst, Jens, wann passiert der Squeeze? Glaubst du an den Squeeze oder dergleichen? Irrelevant, was ich glaube. Macht eure eigene Due Diligence, macht eure eigenen Nachforschungen und wenn ihr dann sagt, okay, das ist ein Investment oder ein Risiko, was ich eingehen möchte, immer mit Spielgeld, kann ich bei dieser Aktie nur sagen, das ist kein nachhaltiges Investment, dann ja, geht da rein. Und dann auch einfach entspannt an der Seitenlinie zugucken. Ne? Ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, rockt dann bitte den morgigen Tag. Ich hoffe wieder mal auf nochmal einen Bullentag. Und ja, bleibt mental fit. Ich danke euch, euer Rock'n'Roller Jens. Ciao.